der Fortschritt nochmal von gestern bei Tag. Und zwar heute werde ich mich damit beschäftigen, die Steine hier alle von da hinten nochmal hier nach vorne zu bringen. Ich zeige dir das nochmal. Hier liegt da eben noch allerhand rum. Das ist alles hier noch, die viereckigen zumindest. Die sind alle zu gebrauchen. Da darf ich noch welche rauspflücken. Die viereckigen, die runden sind dann natürlich ein bisschen gemischt. Da darf ich ein bisschen sortieren. Hier auch, da sind noch ganz viele brauchbare dabei. Da hinten sind etwas größere. Die werde ich mir jetzt erstmal hier hinlegen, weil wenn man mit diesen unregelmäßigen Steinen pflastert, dann muss man die erstmal alle hier, dass man sie immer alle im Blick hat, falls man mal irgendwie einen kleinen oder einen großen, mittleren, schiefen, geraden und so weiter braucht, dann sieht man das schneller. Da muss man nicht immer irgendwie die erstmal von so einem Stapel da alle freilegen. Das heißt, man schmeißt die Steine meistens dann immer hier so hin. Ein paar werde ich auch hier hinschmeißen und das siehst du jetzt in Zeitraffer. Was geht ab hier? Ich komme Millimeter für Millimeter voran. Die Steine werden immer schwerer und immer schwerer. Wie gesagt, das ist jetzt natürlich hier nochmal hier der Endspurt gerade. Ne, da hinten, da ist nicht noch mehr viel. Das sind noch hier 3 Meter bis da hinten hin. Dieser Platz hier, 5 Meter habe ich schon geschafft. Ob ich es morgen packe, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, hier ist schon eine ganze Menge. Das sieht natürlich jetzt wirklich hier bombenmäßig aus, finde ich. Ich finde das total klasse. Die sind natürlich, die werden noch komplett eben, wenn das gerüttelt wird. Das ist natürlich jetzt erstmal nur so reingesteckt. Da kommt ein Rüttler noch drüber, dann sind die komplett gerade. Und ich muss noch eine Ladung Brechsand nachbestellen, aber nur für die Fugen. Aber diese Fugen sind richtig fett. Da gehen bestimmt 5-6 Karren Sand nochmal rein, damit die dann richtig Festigkeit haben. Auch hier, das ist wirklich ein Gepuzzle vor dem Herrn. Also das ist wirklich hier. Aber wie gesagt, ich finde, es ist gut gelungen hier. Und ja, Steine habe ich auch genug. Deswegen habe ich das Rondell hier weggelassen. Ich habe festgestellt, ich habe hinten noch einen Stoß Steine gefunden. Und zur Not ist die ganze Böschung da noch am Kanal lang. Ist auch noch komplett voll mit Steinen hier. Und die kann ich auch noch alle verwenden. Aber davon gibt es dann morgen mehr. Dann sage ich mal hier kurzes Video. Tschüss, bis morgen.